Was, der funzt nicht mehr? Hä? Der Grundfunk funktioniert also nicht mehr. Das ist natürlich toll. Widerstand ist auch nicht möglich, wenn die an ihm herankommt. Seltsam. Wiss ich auch nicht, was man das machen kann. Wenn keine Wiederherstellungs-E-Mail kommt, weil irgendwie irgendwas da rumspinnt. Einmeldung über Facebook geht auch nicht. Was für ein Tricksystem. So doof. Also ich verstehe nicht, warum der keine E-Mail kommt. Ja, ich weiß, man hört meine Tastatur, ich weiß, aber ich muss ich bin, glaube ich, jetzt, wenn ich das Mikro ein bisschen weiter wegstelle. So. Jetzt will ich aber hier noch ein bisschen was schaffen von dem Spiel. Ich muss auch irgendwann mal durchschaffen, den Kram hier. So, also, weiter geht's. Oh, ich darf nicht übers Gras laufen. Ist natürlich sehr toll. Schon wieder dieses Brummen. Ja, ist gut, hallo. Flucht, was ist bloß los hier? Da versuchen schon irgendwelche Zombies Bowling zu spielen und, oh, au, und checken die Regeln nicht vom Bowling. Oh Mann. So, na komm. Und dieses Dreamland Kampfsystem, ne? Ist ehrlich. Dieses Dreamland Kampfsystem, das ist so super. Das ist so derbe, super. Okay. Wenn jetzt zu mir so ein Brummen kommt, ne, so ein, das soll wahrscheinlich ein Zombie-Krollen sein, aber er hat's verkackt. Das ist ganz geil. Oh, jetzt habe ich noch einen Account und mich damit eingeloggt. Stehe, es ist ein Chat. Moin Blackjack, hallo. Du hast doch keinen neuen Account gemacht, sonst wärst du nicht Moderator. Das ist doch dein alter Account. Soweit ich das. Ja doch. Und das mit dem Kappa, das ist eine neue Funktion, die, wenn du die noch nicht kennst. Hat er die jetzt die geschickt, als ich an Skype gerade. Das ist, du kannst halt Leute in, du kannst jetzt Leuten eine Privatnachricht innerhalb des Chats schreiben. Das ist halt neues und so. Weil wenn du dieses Slash W eingibst, denn dann den Namen von demjenigen, kannst du dir halt eine Nachricht schreiben. Das ist also, als würdest du in einem Online-Spiel eine Flüsternachricht schreiben zu irgendjemandem. Habe ich hier aber mit dem Absenden, hat er mich wieder mit dem alten eingeloggt. Jetzt scheint es aber zu funktionieren, oder? So will ich das sehen. Bin ich mal froh drum. Ist der nicht. Leckt es bei dir jetzt oder der Stream? Oder funktioniert das wieder? Bei dir hat es ja, glaube ich, auch teilweise geleckt. Bei Hitbox hat es auch nicht funktioniert. Bei Twitch hat es ja, glaube ich, vorher schon funktioniert, wenn ich mich nicht erinnere. Ist auch schon so ewig her. So wie wir das erste Mal bei Twitch das probiert haben bei dir. Ich bin nämlich gerade Faces of Death. Ist ein Trash Epic Game Maker Spiel, Horror. Soll Horror in Anführungsstrichen dastehen. Die Story ist folgendermaßen:
Also, es war einmal zwei Brüder, die in einem Haus gelebt haben. Da kam plötzlich ein Zombie rein und sie sind rausgerannt, sind in eine Stadt gerannt. Und dort haben sie dann erfahren, dass angeblich irgendeine komische Hexe die Stadt verflucht hat und dann halt dort Zombies erscheinen lassen hat. Dann haben sie später festgestellt, ach nee, da waren doch irgendwelche komischen Professoren, die biologische Experimente gemacht haben. Der eine Professor war auf den anderen eifersüchtig, dass er ihn umgebracht hat. Dieser umgebrachte Professor ist dann wieder aus der Hölle zurückgekehrt, weil er in die Hölle gekommen, weil er so böse war, ist aus der Hölle wieder zurückgekommen mit Zombies und analysiert die ganze Welt in Zombies verwandeln. Punkt. Mehr Story hatten wir bisher nicht. In 7,5 Stunden hatten wir bisher nicht Story. Wir hatten nur dummes Gameplay und diese paar Story-Fetzen und ich glaube 10 oder 20 Minuten dummes Gebrabbel in einem Tagebuch, was die ganze Story zusammengefasst hat und den epischsten Story-Twist of Worlds hier gemacht hat und so tut und tun. Ich frage mich, wieso dieser Teil mit Fesseln abgesperrt wurde. Gibt sie doch zur Seite. Oder so. Irgendwas. Die anderen sind irgendwie gerade wieder ein bisschen stiller. Aber nun gut. Wer ist eigentlich alles noch da? Gameboy, Tommy und Caruso sind noch da. Der andere, der Crazy Cookie, der ist weg. Okay. Na gut. Wo soll ich jetzt eigentlich lang? Habe ich irgendwo einen Weg übersehen oder so? Wer ist eigentlich? So. Weil hier scheint es ja nicht lang zu gehen. Da ist kein Weg. Obwohl es aussieht, als würde da ein Weg lang gehen. Wuss? Was wuss? Was wuss? Was wuss? Weil ich gesagt habe, ist ja gar so still. Stimmt doch. Ich habe kein Problem damit. Solange der Abwesend seit dem Chat und ab und zu mal einen Muckzorn nicht gibt, dann weiß ich wenigstens, dass ich mich nicht auf stumm schalten muss. Ne? Also. Okay. Da machen gerade irgendwelche Zombies Party. Party hart! Oder so. Wo soll ich denn hier langlaufen? Passiert hier noch was? Wie passiert hier noch was? Bild eingefroren. Was? Bild eingefroren. Dann drück mal. Drück. So. Jetzt geht's wieder. Okay, gut. Irgendwann nichts da. Ja, das kann bei Twitch-Spielern gerne mal vorkommen. Das haben manche Leute, das wird irgendwann mal, irgendwie mal einfriert. Ich weiß nicht wieso. Das ist irgendwie, ist das sehr, sehr seltsam. Manchmal passiert das bei manchen Leuten, dass das Bild einfriert. Da kann ich aber auch nicht mehr dagegen tun. Ich kann nur meine eigenen Einstellungen ändern und kann den Server wechseln. Und das, bei den anderen läuft es ja, weißt du? Bei den anderen läuft es ja. Das ist ja jetzt nur bei dir, dass das Bild eingefroren ist. Chester hat wieder Internetprobleme, aber bei dem hat der Stream vorhin nur einmal ganz, ganz, ganz minimal kurz geleckt. Dann ging es wieder mit dem Stream. Also irgendwie, ich weiß nicht, entweder mach dein Twitch-Server, auf den du liegst, Probleme, Blacky, oder irgendwie dein Unity Media, glaube ich. Ne, 1 und 1. Ach, ich weiß gerade nicht mehr, bei mir gerade seid. Ja, super, ich laufe mit dem alten Namen rum. Ist doch nicht so schwer, die Anmeldung richtig hinzubekommen. Ist doch egal. Die Leute kenne ich das sowieso als Blackjack. Von daher. Und du bist Mod. Dann muss ich, wenn du dich jetzt schmier, wenn du jetzt Schmier noch in der Kont machst, muss ich dich ja schon wieder modden. Ist auch wieder doof. Machen muss auch wieder mehr Umstand, als unbedingt sein muss. Und ich bezweifle, dass es mit dem neuen Kont besser funktionieren würde, der Kram hier. Das liegt an Twitch. Ich habe übrigens. Jetzt kann ich übers Gras laufen. Jetzt darf ich übers Gras laufen. Ah ja, wollte ganz durfte ich jetzt nicht und jetzt darf ich es auf einmal. Ah ja, ist logisch Spiel. Boah. Dreckkram hier. Ja. Du kannst die Fässer eigentlich auch zur Seite schieben und dann weißt du, warum da abgesperrt ist. Aber scheiß drauf. Das Betreten des nördlichen Friedhofes ist wegen unerklärlichen Gefahren strengstens verboten.
der Toten, Punkt, Gräber. Aha. Irgendein Whistbolt hat zwischen Toten, Strich und Strich, Gräber ein Strich aus Strich geschrieben. Was? Toten aus Gräber. Achso, ob das was zu bedeuten hat? Toten aus Gräber. Mhm. Überall sind wir diese ausgegrabenen Gräber. Darf ich mich bewegen? Nein. Irgendein Geräusch? Irgendeiner pocht auf irgendwas? Moment mal, da kriegt doch jemand herum. Er kriegt da herum. Oh mein Gott. Entschuldigen Sie bitte. Was in Teufels Namen tun Sie da? Dieses Rätsel. Oh Mann, ey. Dieses Rätsel. Oh Gott. Ich bin wieder gestoppt und kein Ton. Muss wieder aktualisieren. Es geht gar nichts mehr. Probier mal den Link. Warte. Klappt hier was nicht. Also. So. Ach, ja, weiß, was ich meine. Ich spreche den Typen jetzt, keine Ahnung. In Teufels Namen trifft es sehr genau, mein Junge. Ich bin Johnny, der Totengräber. Jedenfalls damals. Aber dann kamen diese Wesen, die weder Mensch noch Sonstiges waren. Wesen aus der Hölle, die rechte Hand Satans, Kreaturen des Schattenreiches. Was machen sie jetzt da? Sie waren bei mir. Sie wollten mich zu ihren Sklaven machen. Mich, stell dir vor. Irgendwie umschleicht mich eine Gänsehaut bei dem Typen. Oh Mann. Ich, ein Sklave des Bösen? Niemals! Ich wehrte mich stark gegen diese Monster. Ich hatte keine Chance. Ich habe mich verändert, seit diese verfluchten Bastarde aufgetaucht sind. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Dieser Drang, meine Menschen zu essen, ekelt mich an. Darum grabe ich diese Gräber aus. Aber das ist genauso unmenschlich. Ich finde, sie haben eine Schraube locker. Das sagten die Männer mit dem weißen Kittel auch. Der erste lebendige Mensch seit langem und der Typ ist ein Psychopath. Ich bin vielleicht irre, aber kein Psychopath. Und Kinder wie du gehören hier nicht hin. Merkt ihr das? Wann ist der ein Kind? Das sieht irgendwie nicht aus wie ein Kind, aber egal. Gehört, verschwinde. Aber ich muss wissen, wo Dr. Bram ist. Sie wissen es. Du gehörst zu den Kamikaze-Typen? Sehr amüsant. All diese Gräber, die du hier siehst, sind Gräber derer, die es gewagt haben, den Teufel persönlich in Gesicht zu spucken, tun, falls du verstehst, was ich meine. Also, wo ist er nun? Ich möchte nicht, dass du getötet wirst. Du erscheinst mir sympathisch. Wenn du unbedingt sterben möchtest, hier ist er nicht. Das habe ich auch gemerkt. Ich kenne einen Weg zu diesem Dr. Bram. Aber sei gewarnt, Dr. Bram ist ein Freund des Teufels. Jetzt labern sie nicht rum. Wie komme ich zu ihm? Du hast doch die Wege mit den Fässern gesehen, oder? Ich werde die Fässer gleich mal beiseite schieben. Ich habe nämlich Hunger. In den Fässern stecken nämlich meine Eltern. Ich meine mein Essen.
Und sie sind kein Zombie? Nein, wieso denn?